Ja, wir haben eine lange Vorbereitungszeit gehabt, quasi eine zweite Sommervorbereitung, wenn man das so sieht, vom Umfang her. Wir haben 7 Wochen die Möglichkeit gehabt, als Mannschaft uns zu festigen, uns nochmal weiterzuentwickeln, das heißt auch Detailarbeit zu betreiben. Das haben wir gemacht. Witterungsbedingt haben wir natürlich immer wieder ausweichen müssen, teilweise in der Halle, teilweise dann auch alternative Sportarten durchgeführt, um uns physisch, körperlich auf den Rest der Saison vorzubereiten. Deswegen, das war zu erwarten, deshalb habe ich auch im Trainingslager im Vorfeld auch mit den Vereinsverantwortlichen ausgemacht, dass wir versuchen, viele, auch mit der Mannschaft, viele Spiele zu absolvieren im Trainingslager, weil wir dort halt gewohntermaßen ideale Bedingungen vorfinden konnten. Das haben wir auch gemacht. Es kam noch ein zusätzliches Spiel hinzu, sodass wir 5 Freundschaftsspiele absolviert haben, wo wir meiner Meinung nach uns sehr gut präsentiert haben. Bis auf eine Niederlage gegen eine Top-Mannschaft haben wir uns, denke ich mir, in den anderen Spielen sehr gut präsentiert, taktisch das umgesetzt, was wir spielen wollen, was wir auch uns vorgenommen haben. Unabhängig davon jetzt nicht das Niveau der Gegner so hoch darstellen zu wollen, aber ich denke, wir waren schon sehr, sehr vernünftige Gegner für die Jahreszeit, die wir dort waren, wo wir uns messen konnten. All das spielt ab morgen, sage ich ganz ehrlich, keine große Rolle mehr, weil dann fängt die Meisterschaft an. Ergebnisse haben sowieso keine große Bedeutung gehabt in der Vorbereitungsphase. Trotzdem will man natürlich das Ganze positiv gestalten. Ist klar, dass man auch ein gutes Gefühl aus der Vorbereitung mitnimmt. Wir wissen aber auch, dass morgen ein ganz anderes Spiel stattfinden wird, wo es rein neben der spielerischen Qualität, was man an den Tag legen muss, auch die Ergebnisse im Vordergrund stehen und wir auf einen Gegner treffen werden, der natürlich auch heiß ist, genauso heiß sein wird wie wir. Wir wollen natürlich noch eine Schippe mehr haben als der Gegner, das steht außer Frage. Ich bin zuversichtlich, dass wenn wir uns auf unsere Leistung auch konzentrieren und wenn wir das abrufen, was wir auch in den Wochen zuvor gemacht haben, auch bevor die Winterpause angefangen hat, dass wir dort auch ein positives Ergebnis mitnehmen können. Wir freuen uns richtig drauf. Also jetzt nach so einer langen Vorbereitung, wie der Trainer schon meinte auch, es war so lang wie eine Sommervorbereitung. Und ja, da freut man sich einfach, dass es wieder losgeht. Endlich mal wieder ein Punktspiel und dann noch, wenn man so startet, in Elversberg mit, weiß nicht, 7.000 Saarbrücker in so einem Stadion, in so einem Hexenkessel dann ist es schon was Schönes. Unsere Absicht ist es, kein Gegentor zu kassieren. Das ist Ziel. Wir haben in der Offensive und über unsere Ausrichtung, denke ich mir, werden wir uns viele Tormöglichkeiten auch erarbeiten können. Auch bei diesem Spiel bin ich sehr zuversichtlich. Vor allem stimmt mich diese Zuversicht, dass die Mannschaft die Abläufe verinnerlicht hat, weiß, was ich von ihnen fordere, was uns stark macht, wie wir agieren müssen, um auch bei diesen Topspielen dann auch letzten Endes erfolgreich zu sein. Und deswegen will ich auch jetzt nicht Jan komplett blocken, aber letzten Endes sage ich ja, muss Elversberg sich Gedanken machen, dass sie nicht verlieren darf gegen uns, um die Distanz zu uns größer wachsen zu lassen. Wir haben da noch eine Rechnung offen und ja, ich bin definitiv mit dem Unentschieden, werde ich da morgen nicht zufrieden sein. Ja, wir spielen ohne Stürmer, dann machen wir. Auf einmal taucht er da auf, weiß man nicht. Deswegen, nein, Spaß beiseite. Ich meine, wir haben mehrere Optionen, das stimmt schon. Wir haben mehrere Varianten, was dann letzten Endes morgen auf dem Platz oder wer dann letzten Endes morgen auf dem Platz stehen wird. Das will ich noch ein paar Stunden mir Gedanken machen und für mich erstmal behalten, so dass es auch vielleicht eine Überraschung für meinen Trainerkollegen ist.